glaube, wenn er hier steht, würde ich jetzt gerne das Wort an Alex Schnapper übergeben, der etwas ganz Besonderes für uns vorbereitet hat. Er hat ein Gedicht einstudiert. So. Hallo, mein Name ist Alex Schnapper, ich darf hier den Landesverband Hessen begrüßen. Das liegt zwischen, wir liegen zwischen NRW und Bayern. Nett wieder hier zu sein. Jetzt mal versuchen, ob es klappt. Ein Gedicht. Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Oft sind es viele Gedanken, die kreisen umher, in unseren Köpfen, frei, privat, leicht und auch schwer. Nicht einzuordnen, nicht schwarz oder weiß, eher bunt, vielfältig, voll Liebe und auch krankem Scheiß. Sie handeln vom Nichts und vom ganz großen Wurf, von der einen Idee, der runden Ecke, der geraden Kurve. Geheim sollten sie bleiben, solange es uns gelingt, nicht durch technische Mittel in unsere Gehirne Fremdes vordringt. Schon früh wurde die Freiheit durch Tyrannei unterdrückt, oft auch wurden die Menschen erklärt als verrückt. Mit viel Blut, Schweiß und Tränen im Kampfe eroberten sie selbige zurück. Alles harte Arbeit, über die Jahre wahrlich kein leichtes Stück. Ruhe, Wohlstand, Demokratie, freie Presse und freies Leben, wo Menschen in anderen Ländern ihr letztes Hemd und auch ihr Leben geben. Doch all das ist in Gefahr. Langsam und schleichend verschwindet es eben, vieles unter dem Deckmantel der Sicherheit wegen. Die Sicherheit überwiegt über allem, über alles in der Welt. Nun, so scheint es, so wirkt es und das alles kostet Geld. Nicht immer wird die Wahrheit ehrlich offengelegt, weshalb das Hinterfragen derselben uns alle und ständig bewegt. Gedanken, die sich formieren von einer zur nächsten Person. Der Funke springt über und macht sich davon, unkontrolliert von den Mächtigen der Welt und ihrer vermeintlichen Kontrolle. Entzündet der Funke das Feuer und schickt es auf Reise, komme was wolle. Und wie uns die Geschichte auch lehrt, Tyrannei, Gewalt und Krieg, vom gewaltfreien Protest bis zum revolutionären Widerstandssieg. Die Freiheit, Liebe und das Heer vollmutiger Menschen zu jeder Zeit. Es lässt sich nicht unterdrücken, die Gedanken über die Freiheit. Die Freiheit zu leben, zu lieben, zu lachen, zu weinen, zu trauern, zu bewegen, zu atmen, zu umarmen, zu reisen, zu reden, zu essen, zu schlafen, zu springen, zu fallen, zu beten, zu glauben, zu wissen, zu teilen, zu verbreiten, zu veröffentlichen, zu schweigen, zu denken, zu blinzeln, zu nicken, zu schütteln, zu tun um alles, was einem wichtig, lieb und teuer ist. Deshalb verbreitet eure Gedanken der Liebe, der Sehnsucht, der Hoffnung, des Wissens, des Teilens, des Musizierens, des Erstellens, des Kopierens, des Schreibens, des Singens, des Erzählens, des Zusammenkommens, des Machens, des Wirkens, des Kampfes. Friedfertig an dieser Stelle gesagt. Zumindest so lange, bis das Zitat von Bertolt Brecht das schlechte Gewissen uns alle plagt. Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Wir leben analog und digital. Das Internet ist die tatsächliche Wirklichkeit. Aber wieso verschwindet dann die Meinungspresse und Versammlungsfreiheit? Sind es nicht gerade diese, welche die Zukunft und den Fortschritt antreiben? Deshalb bleibt weiter wachsam, aktiv. Und lasst es nicht bleiben. Die hohen Güter einer eigentlich fortschrittlichen Demokratie beschützen, pflegen und aktualisieren. Wir müssen sie. Ob LQFB, BEO, Diskurs, WikiArguments oder One More Thing, Datenschutz, Transparenz und Mitbestimmung soll sein unser Ding. Genug von Facebook, der Krake mit Daten voll über dein ganzes Leben. Dezentralisiere dich mit Diaspora, alternativ frei und selbstbestimmt eben. Befreie dich vom Apfel, öffne die Fenster, weg von Proprietär und Prism. Komm auf die helle Seite, sprich GNU Linux,
vollgepackt mit freiem Wissen. Sende deine Mails verschlüsselt an deine Liebsten vorbei an Big Brother. Ja, lache lauthals und oft gemeinsam über die NSA, Motherfucker. Teil deine Leitung über Freifunk, vernetz dich mit Nachbarn, Kollegen und Freunden. Hol dir zurück, was dir genommen wird und warte nicht auf weitere Pointen. Spring auf unsere Bretter mit Tor und werde Terrorist, weil du ab sofort nichts anderes als ein selbstbestimmter Mensch du sein wirst. Drum ran an die Tasten, die Geräte geladen, die Pads befüllt, das Wissen verteilt. Über Gesetze wir brüten, bring die Köpfe zum Glühen, lass das WLAN frei funken, die Server sie ächzen voll Mamplerei. Die Demokratie lebt, unsere Gedanken sind frei. Denn davor hatten und haben sie Angst und fürchten sie sehr und immer noch, bringen schwachsinnige Gesetze ein und verlieren vor Gerichten dann doch immer mit vollem Tempo gegen die Wand. Sie wollen es nicht lernen oder kapieren. Freie Menschen und Piraten, wir alle werden nicht parieren. An alle Merkels, Seehofers, von der Leyen, Schäubles, Dobrindts, Oettingers, Söders, de Maizières, Maaßens, Gabriel und an Heiko Maas in dieser unseren freiheitlich-demokratischen Bundesrepublik. Ihr habt die Fragen über euren Köpfen schweben, was wir so vorhaben, planen und wie wir so leben. Lausche auf, gut zuhören, nicht abhören, ihr politischen Freiheitsverräter. Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.